hoffe. Nein, also es ist wirklich, sind vier richtig gute Athleten. Der Countdown läuft für die erste Männerstaffel dieses Jahres. Da sind sie also unterwegs, mitten hinein in die Dunkelheit von Oberhof, ins Schneetreiben. 22 Staffeln sind unterwegs und Anton Schipulin hat sich gleich mal die Spitze erkämpft. Dahinter der Norweger Rune Bratsveen. Es geht zum ersten Mal hinter den Scheiben entlang. Hier wird jetzt noch nicht geschossen. Erst einmal Ferngläser zu schützen von diesem wirklich immer stärker werden den Schneetreiben der letzten Stunde. Jede Nation auf der Bahn, die ihrer Startnummer entspricht, so ist es jedenfalls beim ersten Schießen. Simon Schemp hat als erster abgedrückt, aber auch den ersten Fehler produziert. Die Tschechen mit schnellem Schießen. Russland, Schipulin, der erste, der durch ist, und Rune Bratsveen ebenfalls. Die Österreicher müssen nachladen. Auch Simon Schemp hat die anderen alle getroffen. Das Abkippen der Waffe, einzelnes Nachladen und auch er darf jetzt weiter. Also noch nicht viel passiert. Überraschend vielleicht, dass der französische Startläufer hier vorn, Vincent Jay, seine liebe Mühe und Not hat. Und dem droht... So, jetzt schauen wir mal. Fritz Fischer hat vorhin gesagt, schwierig wird's, wenn du eine Bö erwischt. Der Wind, manchmal hält er sich zurück, wie jetzt gerade. Manchmal bläst er heftig rein und wechselt dabei auch noch. Ja, die ersten vier Schüsse, ausgezeichneter Rhythmus bei Schipulin. Vielleicht hat er sich da ein bisschen übernommen in Sachen Tempo. Bratsveen und Simon Schemp sind da. Jetzt Schipulin durch, Simon Schemp hat begonnen. Guter Stehenschütze. Zögern vor dem vierten, dann der Treffer. Die Norweger jetzt weg mit Bratsveen. Auch De Lorenzi, der Italiener, ist unterwegs. Und Simon muss nochmal nachladen. Und das ist schwierig. Das sind nicht mal 3 Zentimeter, die man da bei diesem nassen Schnee handeln muss. Und manuell nachladen muss. So, unten der Rückstand. Da ist also nicht was dazugekommen. Kurz vor dem Schießen hatte sich Simon Schemp auf 20,9 Sekunden rangeschoben. Jetzt sind es 38,5. Wie gestern Tina Bachmann, die da eine kleine Kollision hatte und sogar im Schnee landete. Hier ging es etwas glimpflicher ab. Schipulin ist rum, 7,5 Kilometer, das erste Viertel ist absolviert und Jewgeni Garanichev ist unterwegs. Unglaublich, seit wann hier die Zuschauer schon ausharren, uns gute Laune verbreiten, Lieder singen, sich mit Glühwein irgendwie warm halten. Und Simon Schemp hat nochmal richtig Power gemacht auf diesem letzten Teilstück. Der 23-Jährige aus Uhingen, 30 Kilometer von Stuttgart entfernt, der in Ruppolding trainiert mit Andi Birnbacher gemeinsam. Und den schickt er jetzt auf die zweite Spur. Dann die Norweger mit Martin Eng. Interessantes Duo. Andi Birnbacher hat zuletzt gezeigt, ist richtig gut in Schuss. Der Norweger eher unerfahren. Mal schauen, wie er sich schlägt im Duell mit dem Mann aus Schleche. Italien, dann die USA. Klasse Platzierung für die Vereinigten Staaten. Ruckzuck wird der Oberarm Riemen mit der Waffe verbunden. Es gibt dem Anschlag zusätzlich Halt. Das gibt es nur beim Liegenschießen. Fehler, leicht hoch.
So, und jetzt hat er noch 3 Reservepatronen. Jeder Athlet darf 3 Patronen, egal wo, irgendwo an der Waffe mitführen. Es dürfen auch mehr sein, aber 3 darf er pro Schießen nur verwenden. Jetzt sind die anderen beiden da, Birnbacher und Eng. Und jetzt ist der Russe fertig mit dem Schießen. Hat er gut gemacht. Jewgeni Garanichev, Russland, bleibt vorn. Fantastische Serie von Andreas Birnbacher. Genauso hat er in Hochfilzen geschossen. Genauso hat er das ganze Feld von hinten aufgerollt. Genauso kam er von Rang 26 auf den ersten nach vorn. Und der Norweger hat so seine Probleme. Und hier sehen wir mal, vorhin schon mal angesprochen, wie schwierig das ist, diese kleinen Patronen da vorne rein zu buxieren. Das klebt dann natürlich am Handschuh. Und wird nicht leichter, je mehr Wind aufkommt und je länger man dort vorn liegt, je härter der Puls wird, je aufgeregter man wird. Die Italiener mit Windisch jetzt vorbei an den Norwegern und dem Norweger droht eine Strafrunde. Trifft er jetzt nicht, muss er 150 Meter extra kreiseln. Oh, heftiger Wind jetzt. Rauscht er von hinten rein. Machen Sie das Beste, was Sie machen können. Warten ein bisschen. Versuchen, diese Böe abzuwarten. Und Norwegen muss in die Strafrunde. Daniel Mesotic, der Österreicher, wenn ich das richtig sehe, sogar 2-mal. Und auch die Vereinigten Staaten sind jetzt dicht davor. Eine Runde minimal jetzt schon für Jay Häkkinen. Das hat Andreas Birnbacher also erstens mal richtig gut gemacht. Und zweitens hat er auch ein bisschen Dusel gehabt. Ist nämlich vor diesem großen Auffrischen des Windes hier durchgekommen. Jay Häkkinen muss auch in die Runde. Jetzt ist da mächtig Betrieb. Die ersten 3 ungeschoren durchgekommen. Dann kam die Sturmböe. Links ganz gut zu erkennen, wie der Wind auffrischt und wieder nachlässt. Jetzt Böen bis zu 35 km/h. Und mal von vorn und mal von hinten. Klasse gemacht hier vom Weißrussen, der diesen Bedingungen getrotzt hat. Alexander Babschin, ganz unerfahrener Mann. Oh ja, gerade hier in Oberhof haben wir Bilder vor Augen, als hier die Schießmatten durch die Gegend flogen. Dem wird mittlerweile vorgebeugt, indem man sie festtackert. Spannende Bilder hier vom Schießen. Einer hat seine Runde absolviert, Simon Schemp, der 11,5 cm der Scheibendurchmesser jetzt. Ein rechts, ein oben. Und der war zu hoch. Die Trefferbälle bei diesen Stehenanschlägen deutlich größer, deutlich unruhiger. Es ist mehr oder weniger ein Bewegungsschießen, ein Reaktionsschießen. Da wird nicht ganz so genau gezielt. Wenn es schwarz wird vor Augen, dann wird abgedrückt. Uiuiui. Jetzt hat Garanichev Gas gegeben und Andy Birnbacher ist da. Schwer jetzt. Jetzt warten sie beide, zittern wie ein Lämmerschwänzchen hier im Wind. Nun sehen Sie im Hintergrund, Garanichev macht schon Kniebeugen, versucht wieder Spannung in seine Muskulatur reinzukriegen. Jetzt hat das belohnt für das lange Warten und Andy Birnbacher hat versucht schnell zu schießen und da sind ihm schon 3 Fehler unterlaufen. Hat gedacht, jetzt schnell, wenn die Böe weg ist. Die Windstille, die relative Windstille ausnutzen. Auch er setzt nochmal ab. Ganz wichtig. Dann nicht auf Teufel komm raus weiter zu schießen. Lieber nochmal neu aufbauen. Und das hat er bravourös gemacht. Das schaffen nicht alle. Mit allen 3 Nachladern getroffen, Andy Birnbacher. Also für diese Nachlader extra Kompliment. Sehr gut. Garanichev ist weg. Auch der hat gezittert. Rückstand jetzt wieder größer geworden. 39 Sekunden. Deutschland hinter Russland zurück. Dann die Italiener, die da guter Dinge sind. Können Sie auch, denn Windisch hat richtig gut geschossen, hat sich deutlich dichter rangepirscht.
an das deutsche Team. Das waren 40 Sekunden Unterschied nach dem Liegenschießen. Und jetzt sind es nur noch 15. Ein bisschen was von Lotterie hat es, aber es betrifft immer gleich mehrere. Im Moment von Martin Engli, Norweger. Fehler bei allen Mannschaften, jetzt noch eine Scheibe zu treffen für Daniel Mesutic, den Österreicher. Der hat es jetzt und geht als Vierter in die Spur. Vor Norwegen, dann die Ukraine, dann im dunklen Lauf an zu Jay Häkkinen, der Amerikaner. Bei den Weißrussen gibt es jetzt Strafrunden. Gleich einige. Drei an der Zahl. Alexander Babschin ist das, unerfahrener Mann. Und auch die Amerikaner, Jay Häkkinen muss wieder in die Runde, wieder zweimal rum, das kostet Zeit. Eine Runde mindestens mal 24 Sekunden. Schade drum. Da wird die gute Platzierung und die nächsten, die da warten, die werden nicht schwächer. Im Gegenteil, bei Russland jetzt Jewgeni Ustjugow an der Reihe, der Olympiasieger im Massenstart des Jahres 2010. 46 Sekunden. Und wird dann in Antholz wieder einsteigen. Da, wo er herkommt, Markus Windisch. Und der schickt jetzt seinen Bruder in die Spur. Gegen Schneetreiben von vorhin. Ja, klasse. Sehr links und mal nach rechts korrigiert. Hoffentlich am Ende genau richtig. Der Wind ist aber auch tückisch. Lässt sich hier gar nicht kalkulieren. Kommt mal von links und mal von rechts. Und jetzt sehen Sie schon, drei Patronen hat er noch, vier Scheiben noch schwarz. Also, da gibt es schon wieder mal eine Strafrunde für deutsche Farben. Windisch ist da. Und der Wind jetzt fast weg. So ungerecht kann es sein. Ja. Ende gut, fast alles gut. Am Ende hat er es dann gut gelöst. Hatte Pech mit dieser richtig starken Windböe. Besser sieht es aus für den Italiener hier, für Dominik Windisch. Der könnte jetzt sogar an Florian Graf vorbeigehen, wenn er trifft. Mit dem Ersten. Und das macht er. Die Italiener. Unglaublich gut dabei. Florian Graf noch in der Strafrunde unterwegs. Da links hinten sehen wir ihn kommen. Windisch ist durch und Graf kann sich hoffentlich da gleich dran klemmen. Hier vorne im Bild der Schwede. Das ist Fredrik Lindström. Dahinter die Österreicher mit Dominik Landertinger. Das ist Lindström. Hat er gut gemacht. Und Landertinger hat jetzt noch zwei für eine. Hier sehen wir den Franzosen Alexis Boeuf. Landertinger jetzt weg und auch die Franzosen fast gleich auf. Bei der Ukraine gibt es Strafrunden und zwar satt. Die Tschechen dagegen. Klasse Serie. Und alles getroffen im ersten Rutsch. Andrej Moravec, einer der besten Schützen im tschechischen Team.